Wasserteppich. Das sind alle diese kleinen. Oh, davon noch mal ein. Davon machen wir einen. Um zu gucken, wie eine dieser Hängekohlepfannen aussieht. Haben wir echt nur ein Elch hier drin? Naja, um zu gucken, wie diese Hängekohlepfannen aussieht, werde ich mir jetzt einfach einen aus unserem Sklavenquartier klauen. Und zwar die da. Um zu gucken, wie sie aussieht. Wenn sie gut aussieht, dann werde ich welche craften und dahin hängen. Wenn es nicht so aussieht, dann überlege ich mir was anderes. Gut. Zumindest im Ansatz irgendwie symmetrisch. Da ist die Kohlepfanne. Du kannst mich doch nicht so erschrecken. Zu freundlich. Sieht das noch was aus? Ist das überhaupt... Wenn dann dahin. Da so. Kann man lassen. Da so. Und dann mache ich das. Was brauche ich denn da? Wie viele brauche ich denn da? Wo mache ich die denn hin? Kurz überlegen und überschlagen. 5. Meinst du 5 für den großen Raum? Ich glaube schon ein paar mehr. Hier
Also zwei. Auf diese Reihe quasi eins. Dann auf diese Reihe eines. Das sollte passen. Es muss bei mir immer alles möglichst symmetrisch und genau sein. Jetzt gehen die Teile hier nicht genau auf. Das ist ein bisschen nervig quasi. Aber wenn wir sagen 3 pro... Nee. 4. Drei, vier, dann brauchen wir 8. Müssen wir 8 Stück machen. Acht Stück. Na, alles klar. Sehr gut. Das da. Ha, jetzt hat er mir das gesamte Eisen geklaut. Kann das sein? Sieht fast danach aus. 9? Na. Na. 4 auf jede Reihe und wir haben 2. 2 mal 4 sind 8. Den einen habe ich zwar aus dem Dings geklaut, aber wir müssen dafür ja kein extra machen. Das ist im Sklavenzimmer, ja. Aber ob ich jetzt 7 in den Norden packe und einen ins Sklavenzimmer oder 8 in den Norden packe und das vom Sklavenzimmer wieder zurückpacke, ist Kopf wie gesprungen. Sind trotzdem 8. Das sind trotzdem 8. Und ehrlich könnte ich gleich noch hast du schick gemacht. Killen gehen. Ist noch lang nicht fertig. Kommt dahinter diese Palisade im Klo? Nö. Schade. Warum sollte? Es ist ein Schlafzimmer. Keine Ahnung. Wir sind Barbaren. Und? Und? Weiß ich nicht. Nee, da kommt kein Klo hin. Okay, also wir scheißen weiterhin in die, hinter die Bäume. Ja. Oder in die Büsche. Ja. Alles klar. Wunderbar. Passt. Ja. Nee, wollte ich nur wissen. Ja. Irgendwelche Sitzgelegenheiten da oben. Wie wär's? Wir können ja nicht den ganzen Tag auf dem Thron unten sitzen. Lederteppich? Nee. Bequemer Stuhl. 2 Stück davon. Wenn man den ganzen Tag auf so einem Thron sitzt, dann tut einem irgendwann der Hintern weh und dann... Na? Muss man sich auch mal ausruhen können. Niedriger Holztisch.
Let's go and give it to you. Five buck pay for you to get it on your own. Let's go deliver to you. Knock, knock. Alles klar. Danke für dein Haus, Bombi. Bist du etwa offline gegangen? Runder Tisch. Eiskalt hat er aufgehört und nichts gesagt. Ja, eben. Eiskalt. Einfach aufgehört und nichts gesagt. Ich glaube, es hat... Das Schwein. Aber sowas von... Hallo, das geht doch nicht. Wie groß ist das Teil? Dieses ich hab keine Schwein. Ahnung. Ja, aber ernsthaft. Ja. Dieses miese Schwein. Einfach aufgehört. Ja. Da kann ich nur drüber den Kopf schütteln. Das kann ich nur Kopf schütteln. Nee. Ich weiß. Hey, Riker ist ja bei dir im Stream. Nee. Glaube ich. Schade. Nee. Er war mal kurz da und hat Hallo gesagt und dann ist er wieder weg. Schade, er hat gar keinen Kommentar geschrieben. Er hat gesagt, er schreibt einen Kommentar. Egal. Aber du weißt ja, wie es ist, ne? Die Arbeit und so. Mhm. Ihr Studenten, ihr habt ja so ein schönes Leben. Ah. Total schönes Leben haben wir. Ja. Und ich als harter Buckler. Der einfach so vor der Schmiede eingepennt ist. Nee, ich... Eigentlich habe ich mich auf den Thron gesetzt. Gehabt. Glaube ich. Ich weiß es nicht sicher. Ich weiß ja nicht, aber das sieht bei mir ein bisschen anders aus. Ja, ich sehe es. Vielleicht bin ich geisterhaft geschwebt. Vielen Dank, Katja, für dein Follow. Vielen lieben Dank. So, ich bin jetzt raus aus dem Discord. Nicht, dass du Angst haben musst, dass ich wieder... Okay, ne, viel Spaß. ...dieserweise dich erschrecke. Aber ja, ich ja. Schau noch zu bei dir. Haha, okay. Na dann, bis demnächst irgendwann. As always. Ja, tschö mit Ö. Ja, tschö mit Ö. Bis nach dem Stream. Ja, genau. Einen wunderschönen guten Abend, Katja. Nochmals danke für dein Follow. So, das nehme ich wieder mit. So, was hatten wir gesagt? Wo ist es denn? Die 5 ist es. Da. Da so. Und dann 2 im Abstand. So. Ja, das hat doch was. Das hat doch was. So können wir es lassen. Und dann kommt das da. Hübsch. Ja, für dich auch. Gib mir Mühe bei unserem Schlafzimmer. So. Ja, das hat was. Das hat was. Shake, shake. Warum ist der so groß? Warum ist der so groß? Ich bin vom Bombi rübergerutscht, den hatte ich vorhin entdeckt. Ja. Das ist cool. Dankeschön.
Der ist definitiv zu groß für diese Ecke. Definitiv. Ich muss jetzt mal das Haus bauen üben. Alles klar, dann übe mal das Haus zu bauen. Es muss ja auch gut aussehen, ne? Auch von außen, nicht nur von innen, logischerweise, denn das dekoriere ich. Was? Aber auch von außen sollte es hübsch aussehen. Wenn es nicht klappt, kündige ich und werde zum Dekorateur. Hallo, die Deko ist meine Aufgabe. Nee. Deko ist meine Aufgabe. Was wir testen könnten, ist... Nee, Überlagerung mit anderen Objekten. Kannst mich mal. Dahin. Das ist ein bisschen uneben, ha? Nee. Nee. Nö. Warte, da kommt der Aufgang hin, da müssen wir ein bisschen... So, da so. Dann das eine oder andere Häuschen würde ich dann schon gerne einrichten. Zumindest die knallharten Rufe wie Schmied und Schmelzer. Dafür hast du ein paar Ideen. Ja, okay, ausnahmsweise erlaube ich dir. Ecke, da ist ein bisschen dunkel. Diese Ecke ist ein bisschen dunkel. Was hat denn unsere Deko... Yay! Was hat denn unsere Deko-Abteilung so zu bieten? Nachdem wir uns irgendwann mal in 5 Jahren geportet haben. Und dann die Map geladen haben, ne? So. Au. So, wir könnten auch mal hier reingucken, was wir hier so haben. Da, hier, siehst du? Diese Ghost Wall, die meine ich. Als Wintergarten. Quasi.